Burgholderia Cepacia hat dieses Fahrzeug, vor dem ich hier stehe, wahrscheinlich am meisten geprägt und ist nicht nur für das Image von diesem Fahrzeug verantwortlich, sondern auch für die Qualität und wahrscheinlich auch, dass es nur noch so wenig Fahrzeuge heutzutage auf Deutschlands Straßen gibt. Viele sind in den Export gewandert, viele sind einfach unter dem Hintern weggerostet und haben den allerletzten Winter nicht überlebt. Worum handelt es sich hier um den wahrscheinlich besten oder auch schlechtesten Mercedes, der jemals gebaut wurde, von Mai 1995 bis zum März 2002 mit ungefähr 1,6 Millionen Einheiten, und zwar dem W210, beziehungsweise in diesem Fall dem S210, das ist dann die Abkürzung für den Kombi oder das T-Modell bei Mercedes. Warum komme ich darauf, dass dieses Fahrzeug vielleicht der beste jemals gebaute Mercedes ist, und warum oder was ist Burgholderia Cepacia und was hat es damit auf sich, dass dieses Fahrzeug hier so schlecht dasteht im Image und in der Qualität? Das alles und noch viel mehr werdet ihr jetzt in diesem Video hier erfahren. Einmal ganz kurz die Geschichte des W210 umrissen, und zwar ist das Vorgängermodell, der W124, für viele Mercedes-Enthusiasten der letzte echte Mercedes, der letzte richtige, qualitativ hochwertige Mercedes, der quasi unverwüstlich ist mit seinen ganzen Vorkammerdieseln, mit seinen Zweiventiler Benzinmotoren, zum Schluss auch vier Ventiler. Die Frage ist dann, ist das noch ein echter 124er am Ende mit dem Fünfgang Automatikgetriebe, mit den vier Ventilmotoren oder mit den Turbomotoren? Das ist die Frage, die könnt ihr für euch beantworten oder hier unten in den Kommentaren. Dann kam der W210 hier ab 95, wurde bis 2002 gebaut, und darauf folgte dann der W211 bzw. S211. Diesen S211 habe ich auch zuletzt gefahren, auch den W124 kenne ich, weil ich da viel dran gearbeitet habe, und deshalb meine ich, mir eine Meinung darüber bilden zu können. Wahrscheinlich eher subjektiv als objektiv, aber ihr könnt das ja nachher auch für euch nochmal separat beurteilen, wie es um die Qualität von diesem Fahrzeug steht und ob das vielleicht wirklich der beste Mercedes aller Zeiten ist oder der schlechteste Mercedes. Man muss beim W210 die Motorisierung auch gesondert betrachten, und zwar, wir haben hier wahrscheinlich die größte auswählbare Motorenvarianz, die bei Mercedes jemals in einem Modell angeboten wurde. Wenn ich damit falsch liege, korrigiert mich bitte unten in den Kommentaren. Und zwar geht diese Palette bei den Dieselmotoren unter anderem von Zwei-Ventil-Technik mit Vorkammertechnik über die Zwei-Ventiler als direkt eingespritzte Technik, der erste direkt eingespritzte Dieselmotor in einer Mercedes-Limousine, und zwar dem OM602892, der 290E, wie dieser hier. Das ist der erste direkt eingespritzte Diesel oder Turbodiesel in einer Mercedes-Limousine, der verbaut wurde, vorher nur in irgendwelchen LKW oder was. Dann gab es parallel zu diesem direkt eingespritzten Turbodiesel eine Vierventiltechnik im OM604, OM605, OM606 Turbo und auch nicht Turbo. Also Vierventiltechnik in einem Vorkammerdiesel als 4-, 5- und 6-Zylinder in Reihe in diesem Fahrzeug. Diese Motoren wurden dann ab der Modellpflege durch Common Rail Technik abgelöst. Das heißt, dass hier, ich meine, auch Vierventiltechnik eingesetzt wurde, aber mit Common Rail. Das heißt, viel höhere Einspritzdrücke, auch viel höher als der Einspritzdruck von diesem direkt eingespritzten Turbodiesel hier. Und damit war halt die Ära der CDI-Motoren hier eingeläutet ab 98, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, könnte mich auch gerne korrigieren. Da hat es auch von 4 Zylindern bis über 5 Zylinder Reihe und einem 6 Zylinder als V, also V angeordnet, V6 Diesel gereicht als 320er, also ein 220 Diesel, ein 270 Diesel und ein 320 Diesel. Dann gab es bei den Benzinern 4-Ventiltechnik in den Reihe 4-Zylinder und Reihe 6-Zylinder Motoren, dem M111, ich bin mir nicht ganz sicher, und M104 ist der 6-Zylinder auf jeden Fall, als 4-Ventiltechnik
und dem M119 als V8, auch Vierventiltechnik, ein sehr, sehr schöner Motor. Dann gab es danach die V-Motoren, also der V6 mit Dreiventiltechnik, M112 und dem V8 mit dem M113 mit Dreiventiltechnik und jeweils zwei Zündkerzen pro Zylinder, weil das halt so war wegen der Geometrie, Kalottengeometrie. Und dann gab es natürlich auch nochmal die AMG-Modelle mit bis zu 6,3 Litern im M119 und 5,5 Liter im M113, also dem E55 AMG. Und das sind richtig viele Motoren. Ich blende euch hier ein, wie viele verschiedene Motoren es in diesem Fahrzeug hier gab. Und das ist auf jeden Fall beeindruckend. Dann kommen wir ganz, ganz kurz zu dem Thema Qualität zu diesem Fahrzeug. Und zwar haben natürlich diese ganzen W124er-Enthusiasten, der letzte Mercedes-Enthusiasten, dieses Argument, dass hier dieses Fahrzeug, also der W210, 30% billiger in der Produktion war. Somit muss ja irgendwo Qualität auf der Strecke geblieben sein. Wie kann man sonst 30% in der Produktion von so einem Fahrzeug einsparen? Höchstwahrscheinlich günstigere Materialien, die verwendet wurden, weniger massive Materialien und mehr Plastik höchstwahrscheinlich. Aber wir können uns das Fahrzeug einfach mal von innen anschauen und sehen dann, was das für ein Plastik ist und ob das wirklich so schlecht ist. Kommen wir mal ganz kurz zum Leder bzw. der Qualität von diesen. Und zwar gibt es die Annahme, dass Mitte, Ende der 90er Jahre die Qualität vom Leder, welches in Mercedes-Fahrzeugen verwendet wurde, stark abgenommen hat. Vielleicht geht das einher mit der Fusion von Daimler und Chrysler, dass die da ganz viel sparen mussten oder gespart haben, dass das irgendwie diese Firmenpolitik war. Manche mögen dieses dünne, feine Leder, andere lieben dieses alte, dicke Mercedes-Leder, was oder welches höchstwahrscheinlich deutlich teurer war. Ich könnte mir sonst keinen Grund vorstellen, weshalb das ausgetauscht worden ist gegen ein moderneres Leder. Was wir hier aber beachten müssen, wenn es sich hier um dieses ältere Leder handelt, dass dieses Leder echt strapazierfähig ist. Der Wagen hat exakt 250.000 gelaufen und man sieht hier nur leichten Verschleiß an der Wange. Der Sitz hier, also das ist der Fahrersitz, sieht vollkommen in Ordnung aus. Klar, hier sind so ein paar Spuren. Das Leder hat ein bisschen gelitten in dieser Viertelmillionen Kilometer Laufzeit, in diesen über 25 Jahren. Der Wagen ist von 1997, genau, so sieht's aus. Hier dieser Beifahrersitz, auch leicht verschlissen in der auf der Sitzfläche. Vollkommen in Ordnung, finde ich. Und die Rücksitzbank ist quasi unbenutzt. Absolut neuwertig. Was anderes kann man da nicht sagen. Leider gibt es hier konstruktionsbedingt ein paar Abdrücke an der Rücklehne. Darauf kommen wir aber nachher noch zu sprechen, warum da jetzt so Abdrücke sind. Aber kommen wir mal zu einem anderen Material, das sehr prägnant für Mercedes ist und an dem man vielleicht die Qualität von so einem Mercedes auch so ein bisschen erkennen kann. Und zwar das Holz. Ein Mercedes hat eigentlich in der Regel immer Holz. Also klar, die ganz modernen haben es vielleicht nicht mehr. Da ist dann Kunststoff, da ist nur noch wahlweise Holz verbaut. Und bei ganz alten 190ern gibt es, glaube ich, nur ein kleines Stück Holz mit einer geringen Ausstattung. Hier gab es ein Stück Holz. Aber wir nehmen jetzt mal an, dass Holz ein Qualitätsmerkmal von einem Mercedes ist. Und dann schauen wir uns das Holz hier einmal an und die Verarbeitung hiervon, wie das drin ist, ob das Geräusche macht. Es macht ganz leichte Knarzgeräusche. Ich kann es leider hier mit meinem Mikrofon, das ich am Hals habe, nicht richtig simulieren. Aber wir haben hier ganz, ganz leichte Knarzgeräusche. Das Holz sitzt tadellos in der restlichen Verkleidung drin. Es hat kaum Spiel. Es ist immer noch ganz. Bei den alten 124ern und so weiter reißt das Holz sehr gerne. Bei 210ern scheinbar nicht so oft. Habe ich aber auch schon gerissen gesehen, das Ganze. Die Oberfläche ist sehr, sehr schön. Der Klarlack ist sehr, sehr gut gearbeitet. Die Farbe sieht gut aus von dem Holz. Die Avantgarde-Modelle haben das so ein bisschen grau. Die haben ein anderes Holz, nicht dieses Wurzelnussholz, sondern ein anderes. Und die
Classics haben auch noch mal ein anderes Holz. Ich finde das Avantgarde-Holz am schönsten. Das hier ist ein Eleganz-Holz, dieses Wurzelholz, dieses klassische Mercedes-Holz, das so ein bisschen opermäßig aussieht. Das schlimmste Holz, finde ich, haben die Classic-Line-Fahrzeuge, also die mit der geringsten Ausstattung. Aber die Qualität vom Holz, absolut top. Angesichts unserer gerade durchgeführten Analyse vom verbauten Leder und Holz im W210 könnte man jetzt voreilig zum Schluss kommen, Moment mal, dann wurde ja gar kein schlechtes Material im W210 verbaut. Wie kann dann es dazu kommen, dass man 30% in der Produktion von so einem Fahrzeug spart? Ich kann es euch sagen, und zwar, es könnte natürlich noch mehr Kunststoff verwendet worden sein und Kunststoff ist ja gleich schlecht, also denken ja viele. Ich kann euch aber sagen, es gibt ganz viele verschiedene Kunststoffe und die Verarbeitung vom Kunststoff ist auch ein Schlüsselpunkt. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel. Diese Luftduschen hier, vorne in der Mitte, die sind sehr fein gearbeitet, haben einen definierten Druck, um die zu verstellen. Die bleiben in dieser Position, die wackeln und rappeln nicht. Man sieht hier, die Lamellen, die lassen sich auch nicht großartig verbiegen. Es sitzt alles sehr, sehr gut und sehr fein. Der Kunststoff hier an dem Tachorahmen ist auch sehr hochwertig und fein gearbeitet. Es gibt hier kaum Passungstoleranzen, also sehr, sehr geringe Passungstoleranzen. Es ist alles sehr, sehr gut und fein verarbeitet. Sehr gute Werkzeuge wurden hier verwendet, um das Ganze hier zu gießen. Spritzguss ist es höchstwahrscheinlich. Also könnte man vielleicht zur Annahme kommen, dass in den 90er Jahren ein Punkt erreicht war, dass die Qualität kaum noch zu toppen war, also die Verarbeitungsqualität, man aber noch nicht diese extreme Sparpolitik vom Materialeinsatz hatte. Das heißt, hier in diesem Fahrzeug haben wir vielleicht mit die besten Kunststoffteile, die jemals in einem Mercedes verbaut worden sind. Die sind so robust, die sind so passgenau. Die Oberfläche ist super. Das Kunstleder hier ist auch ziemlich gut im Zustand. Man kann daran nicht meckern. Schaut euch mal hier diese Oberfläche an. Und wenn man sich jetzt das vor Augen führt, dass hier viel Kunststoff verwendet wurde, welcher aber in einem guten Zustand ist, an dem nicht unbedingt gespart worden ist. Und auch, dass man hier vielleicht mehr auf Klipse als auf Schraubverbindungen gesetzt hat. Das heißt, die Montage von diesen ganzen Teilen, da die auch viel passgenauer produziert werden konnten, konnte viel schneller geschehen und auch mit weniger Schraubeneinsatz. Ein Clip ist sehr wahrscheinlich günstiger als eine Schraube und auch diesen Clip zu montieren. Man nimmt die Türverkleidung und klatscht die einfach dran. Dann macht man noch zwei, drei Schrauben dran und fertig, die Türpappe ist dran. Und so wurde dieses ganze Fahrzeug hier höchstwahrscheinlich zusammengebaut und man hat extrem viel Zeit auch in der Montage und auch der Materialeinsatz. Man hat überall Geld gespart und so kommen vielleicht auch diese 30% zustande. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz darauf zu sprechen, warum ich mir vorstelle, eine gute Meinung abgeben zu können über die Qualität von diesem Fahrzeug hier, von diesem 210er, im Gegensatz zu dem Vorgänger und Nachgänger und vielleicht auch allen anderen Modellen. Natürlich sind immer wieder Leute auf mich zugekommen, wenn ich zum Beispiel mit dem 210er hier irgendwo ankam. Ah, das ist noch einer mit richtig Qualität. Und das sagten Leute mit 212er, 213er Modellen, also 213, 212er E-Klassen. Optisch für mich deutlich schöner als dieses Fahrzeug hier, ist aber rein subjektiv. Es mag auch Leute geben, die dieses Fahrzeug hier schön finden, warum auch immer. Aber die Qualität, laut deren Aussagen, ist von diesen 212er, 213er Modellen wesentlich schlechter als vom 210er hier zum Beispiel. Und wie kann ich jetzt sagen, dass die Qualität von diesem 210er hier vielleicht, zumindest vom Innenraum her, besser ist als vom 124er? Und warum soll sie schlechter sein als die vom 211er? Ich habe ja schon gesagt, dass ich auch 124er in die Finger bekommen habe und auch einen 211er. Den 211er habe ich zuletzt gehabt einmal bis vor
drei Wochen, glaube ich, habe ich den gehabt. Ich habe ihn gekauft, fertig gemacht und verkauft. Und ich saß in diesem Fahrzeug und habe mich einfach nur unwohl gefühlt. Also das ist ein Punkt. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe mich nicht mehr wie in einem Mercedes gefühlt, so behütet irgendwie, gemütlich, was weiß ich was. Dieses Gefühl, dass ich in diesem 210er hier habe, dass ich in meinem 140er, also in der S-Klasse aus den 90er Jahren hatte und auch im 124er hatte und vielleicht sogar im 126er habe und im 190er zum Teil vielleicht auch. Dieses Gefühl habe ich im 211er nicht mehr gehabt. Warum hatte ich das nicht mehr? Ich kann es schlecht beurteilen. Vielleicht hat das irgendwie mit dieser Firmenphilosophie damals zu tun gehabt und dieses neue Design irgendwie Anfang der 2000er. Vielleicht ist es ungemütlich, ich weiß es nicht. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die Qualität extrem gelitten hat. Zumindest im Innenraum, aber auch draußen, also an den Anbauteilen. Ich habe ja alles Mögliche austauschen müssen und da kann ich euch sagen, diese ganzen Querlenker, Schräglenker, sonst was, das ist eine Katastrophe. Diese Teile sind einfach zum Scheitern verurteilt von dieser, also diese Kombination an Material und die Qualität, wie das da gebaut wurde, aber auch hier diese Luftdusche. Deshalb komme ich jetzt hier nochmal auf die Luftdusche zu sprechen. Die war maximal wabbelig. Wenn man so gedrückt hat, wie ich jetzt hier drücke, hat man die fast schon zusammendrücken können, hier diese Luftdusche. Und es war auch alles viel wackeliger hier dran. Es hat alles schon angefangen zu knarzen, also richtig zu knarzen. Das Holz, okay, das war in einer ähnlichen Qualität, war aber auch jetzt optisch nicht mein Fall. Da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Leder kann ich auch nichts drüber sagen, weil ich kein Lederfahrzeug hatte, sondern eine Stoffausstattung. Der Stoff war okay, der sah nicht großartig verschlissen aus. Das Fahrzeug hatte 210.000 gelaufen, glaube ich. Aber was Korrosion anging, war der nicht viel besser als dieser 210er hier. Der Auspuff vom 211er und alle möglichen Anbauteile an diesem Fahrzeug waren auch von der Korrosion schon ordentlich betroffen. Da kann man nicht unbedingt sagen, dass der 211er jetzt nicht so sehr gerostet hat. Vielleicht hat er nicht mehr so stark gerostet wie der 210er, aber zu dem Grund davon, dass der 210er so gerostet hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt mal ganz kurz zu meiner subjektiven Wahrnehmung vom 211er. Von außen ein schönes Auto, finde ich schöner als den 210er hier, aber vom Innenraum her absolut ungemütlich. Nicht schön, meiner Meinung nach, ist halt alles Geschmackssache, ist meine Wahrnehmung. Und die Qualität, das Leder, okay, ich kann euch sagen, das Leder vom Lenkrad, das war maximal abgegriffen. Wenn man sich dieses Leder hier mal anschaut, am Lederlenkrad, das ist absolut noch top, bis auf hier diese Naht, die sich geöffnet hat, aber das hat ja mit dem Leder an sich nichts zu tun. Es ist hier oben alles so ein bisschen glatt geworden, wahrscheinlich, weil hier oben oft angegriffen wird, aber beim 211er, da war hier das Leder durch. Also da war nicht mehr viel übrig. Das hätte nicht mehr lange gemacht. Das war kurz vorm Reißen. Also ich sag mal 200.000 beim Lederlenkrad, beim 211er, das ist das absolute Maximum. Danach kannst du das Lenkrad wegschmeißen. Also musst nicht wegschmeißen, aber das ist nicht mehr gut. Beim 210er würde ich sagen, dass es schon noch länger hält, je nachdem, wie man mit dem Fahrzeug natürlich gefahren ist und umgegangen ist. Im 211er hat man auch viele Dinge verbaut, die mehr schlecht als recht irgendwie funktioniert haben, wie diese Heckklappen, Kofferraumabdeckung, die da so hochfuhr, diese Motoren, die einfach nur rumgejault haben, die furchtbare Geräusche gemacht haben, ist heutzutage quasi Standard in jedem Kombi. Glaube ich zumindest, in den höheren Kombis von Mercedes und Audi, vielleicht auch BMW. Aber im 211er hat das noch nicht so optimal funktioniert. Im 210er wurden alle Dinge, die hier verbaut wurden, da lehne ich mich jetzt, glaube ich, ziemlich weit aus dem Fenster, verbaut und die funktionieren auch. Die funktionieren sehr gut, beziehungsweise, okay, zwei Sachen funktionieren nicht so gut. Hier diese Infrarot-Alarmanlage, die löst gerne einfach mal automatisch aus. Dann ist man drinnen in seiner Bude oder geht gerade vom Auto weg und auf einmal geht die Alarmanlage an. Aber das kann man lösen, indem man einfach die Stecker hiervon löst. Das ist das einzige Problem. Sonst funktioniert hier eigentlich alles tadellos und gut und so, wie es halt sein soll. Und es hat mehr
Punkte oder Bequemlichkeitspunkte dieses Fahrzeug mehr Gadgets, als man eigentlich braucht. Ich wüsste nicht, warum man noch mehr Ausstattung bräuchte. Es würde wahrscheinlich auch weniger tun als das, was wir hier haben. Wir haben hier bei diesem Fahrzeug eine extrem gute Innenausstattung. Wir haben hier nur drei, vier Ausstattungspunkte, die dieses Fahrzeug nicht hat. Ein Schiebedach, eine Bose-Anlage und den Siebensitzer. Sonst hat das Fahrzeug, meine ich zumindest, alles. Wir haben hier eine Sitzheizung. Gut, die gab es auch schon in Modellen vorher. Dann gab es bei den Modellpflegemodellen ein Multifunktionslenkrad und auch noch eine Sitzbelüftung. Wie das Leder dann von der Qualität her ist ab der Modellpflege, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben hier Xenon-Scheinwerfer. Das war erstmalig. Also in dem 124er gab es meines Wissens keine Xenon-Scheinwerfer. Diese Heckwischer-Geschichte an einem Kombi, die gab es auch schon beim 124er, vielleicht sogar beim 123er, das kann ich aber nicht garantieren, aber beim 124er gab es das auf jeden Fall. Dann gibt es hier noch ab 97, und das scheint eine kleine Modellpflege gewesen zu sein, diesen Lock, also dass die Türen sich komplett verschließen, sobald man ein paar Meter anfährt. Hier, das ist natürlich jetzt hier ein manueller Schalter, den kann man so auf- und zuschalten. Das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, nur ich komme gerade darauf. Das bedeutet, ab 97, man fährt mit dem Fahrzeug los, fährt damit 10 Meter oder so und dann schließen die Türen hier automatisch. Dieses Panic Lock, was weiß ich, wie das heißt, ist ja auch egal. Dann hat das Fahrzeug hier alle möglichen Alarmanlagen, die man hier auch so nochmal separat ausschalten kann. Ist auch besser so manchmal, je nachdem, wenn man das Fahrzeug abschleppen will oder was auch immer, damit die Alarmanlage nicht angeht. Dann gibt es hier bei den Fahrzeugen, sobald er Automatik hat, meine ich, ein ASR, also Anti-Schlupfregulierung, dass das Fahrzeug also bessere Traktion hat, auch bei Winterverhältnissen. Das war hier normal. Beim 124er, meine ich, gab es das auch. Zumindest beim 126er. Ob es beim 24er war, weiß ich nicht. Dann haben wir hier ab 97, 96 war das noch nicht der Fall. Und zwar ab 97 kann man die Fenster auch mit einem Druck nach oben fahren lassen bis zum Anschlagpunkt. Bis 97 musste man dauerhaft festhalten. Da gingen die nur nach unten mit einmal drücken. Was wir noch an diesen Fahrzeugen hier haben, was extrem geil ist, ist das 722.6 Automatikgetriebe, also das 5-Gang-Automatikgetriebe. Das ist ein sehr gutes Automatikgetriebe, Wandlergetriebe, wie ich finde, hat das 4-Gang-Getriebe perfekt abgelöst. Hat natürlich auch seine kleinen Schwächen, aber solange man da eine Getriebespülung macht und diesen Getriebestecker immer wieder tauscht, hat man eigentlich keine Probleme mit diesem Getriebe. Ab 1995 wurde natürlich hier auch diese Park Distance Control bei Mercedes verbaut und diese E-Klasse hier ist ab 95 und deshalb konnte man die natürlich auch mit diesen Park Distance Control Dingern ausstatten. Und hier sieht man einmal die Anzeige, man schaut nach vorne zum rechten Scheinwerfer und hier einmal zum linken Scheinwerfer. Sehr intuitiv. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das übrigens auch so aussieht, wenn man es anmacht. So sieht die Anzeige aus. Hinten sieht man, dass es eigentlich noch immer so aussieht wie bei modernen Mercedesen. Also ist es quasi beim 210er so eingeführt worden, wie es nach wie vor weiter durchgeführt wird oder eingesetzt wird bei Mercedes Vito, V-Klasse, was weiß ich, wie die Dinger heißen. Neben der Innenausstattung, die wir vorne natürlich haben, also mit diesen ganzen Gadgets und die dem Fahrer irgendwie das Leben versüßen, wie diese Lordose-Stützen, dass man den Sitz ein bisschen besser einstellen kann und so weiter, haben wir natürlich beim T-Modell ein sehr geiles Gadget. Und zwar, wir haben hier hinten einmal diesen riesigen Kofferraum. Ich habe hier so eine Matte drin, die hole ich auch einfach mal raus, damit man ein bisschen mehr sieht. Sorry, dass das Fahrzeug so dreckig ist, es wird tagtäglich von mir benutzt. Wir haben hier hinten so eine Stauklappe für irgendein Zeug. Ihr seht, bei mir ist auch einfach irgendein Zeug hier drin. Die Klappe passt perfekt wieder hier rein, also die fällt hier snug
perfekt ins Loch rein. Wir haben hier überall Zurösen, damit man Ladung sichern kann. Diese Ösen, die haben wir auch an der Rückseite, auf der Rückbank hier unten. Hier. Das heißt, man kann bis hierhin Ladung verzogen. Warum haben wir denn hier jetzt Zurösen? Wie sollen das jetzt funktionieren? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem geilsten. Moment, ich zeige euch noch ganz kurz hier das Reserverad. So sieht das aus. Und das passt einfach perfekt, ne? Also die Verkleidung sitzt super. Hier hinten ist leider dieser Deckel abgefallen von dem Zigarettenanzünder. Und hier haben wir auch ein Stück Verkleidung weg. Eigentlich gehört hier auch noch mal so ein Stück Griff hin. Der ist hier weg. Hier haben wir einen CD-Wechsler in diesem Fall. Da ist sonst auch noch eine Bose-Anlage. Und ja, sitzt alles ziemlich gut. Ist alles sehr durchdacht. Funktioniert super. Aber jetzt kommen wir zu der allergeilsten Sache von diesem T-Modell und weshalb ich mich für dieses T-Modell entschieden habe. Und zwar haben wir hier bei diesem Fahrzeug die Möglichkeit, die Sitze hier nach vorne zu klappen. Ja, ihr seht, da ist noch immer ein bisschen Dreck drunter. Wir gehen mal zur anderen Seite. Wenn wir diese Sitze hier komplett nach vorne klappen, muss jetzt hier natürlich einmal die Kopfstützen abmachen. Dafür haben wir hier auch, also da sieht man auch, dass das Fahrzeug komplett durchdacht ist, einmal Fixierungspunkte, wo wir die ablegen können oder irgendwie unterbringen können, verstauen können, damit die nicht einfach irgendwo in der Gegend rumfliegen. Dann machen wir hier auch nochmal die Kopfstütze ab. Zack. Und hier diese Kopfstütze ab. Zack. Und jetzt, können wir hier unten auch sehen, hier unten ist so ein komisches Teil, das drückt irgendwie nach oben. Deshalb haben wir hier im Leder so ein bisschen Abdrücke. Leider, vielleicht sollte man hier einfach mal ein Tuch drauflegen, wenn man die Sitzbank dann runter macht. Jetzt machen wir die Sitzbank hier runter und haben eine komplett ebene Fläche. Und ich werde die euch jetzt auch mal ausmessen. Ich habe leider den Zollstock zu Hause gelassen, aber ich kann euch jetzt mal zeigen, dass hier diese Liegefläche oder diese Ladefläche, ich nenne es einfach Liegefläche, so ziemlich genau, ich bin 1,85 Meter und ich liege jetzt, eine Sekunde, mit dem Kopf genau am Ende und komme genau bis hier, ja, Mitte bis Ende von der Chrom-Ladekante. Also genau auf die Ladekante. Bedeutet, dass wir hier eine Liegefläche oder Ladefläche von 1 Meter, knapp 1,85 Meter haben. Das heißt, man könnte hier drinnen pennen. Diagonal, glaube ich zumindest. Moment. Ich mache mal ganz kurz den Test. Mach mal hier den Kofferraum auch zu. So. So. Okay. Ja, perfekt. Super. Also ich könnte hier drinnen schlafen, hier drin pennen, im Kofferraum. Das Ding ist, man kann die Kofferraumladefläche noch mal ein bisschen verlängern, indem man nicht die Sitze nach oben klappt und auf diese gerade Ladefläche hier verzichtet. Dann hat man nach vorne noch mal ca. 10 cm mehr. Dann ist halt hier die Ladekante ein bisschen steiler nach oben, da die Rücklehne sich auf die Sitzfläche ablegt, ne? Aber ich würde sagen, das hier ist schon mal eine echte Granate. Ich glaube, das ist die größte S-Klasse, also das größte T-Modell von E-Klassen, das jemals gebaut wurde. Ich glaube, jede andere E-Klasse T-Modell ist kleiner vom Kofferraum her. Da hier hinten die Heckkanten auch immer ein bisschen mehr so Richtung, wie nennt man die Dinger nochmal? Shooting Brake oder so, also so abfallen sind, so ein bisschen Fließheckmäßig sind und nicht so steil wie hier. Aber wer sich daran gewöhnen kann, der hat einen riesigen Kofferraum. Jetzt machen wir hier mal wieder die Sitze hoch. So. Super schnell wieder umgebaut. Wenn man diese 10 cm mehr an Ladefläche haben will, dass man hier diese Sitzflächen nicht mehr hat, kann man übrigens noch etwas machen. Unterwegs ist es ein bisschen schwierig, aber jetzt, also wenn man
zu Hause ist und die Sitze irgendwie unterbringen kann, dann geht man hier einfach in diesen Griff rein und hat die Rücksitzbank einfach ausgebaut. Und jetzt können wir die auch wieder montieren. Zack, fertig. Also wenn das nicht perfekt ist und es passt und funktioniert einfach alles so gut. Ihr seht, zack, drin. Snack, snack, alles drin. Alles tipptopp. Fazit: Innenraum W210-S210. Ich komme zum Schluss mit meiner subjektiven Wahrnehmung und einfach meinen Erfahrungswerten, die ich von so Mercedes-Modellen habe, dass ich im Gesamtpaket diesem Innenraum hier vielleicht sogar die Bestnote von allen Mercedesen oder allen Innenräumen, die jemals in Mercedesen verbaut wurden, geben würde. Wie komme ich dazu? Und zwar haben wir hier eine extrem hohe Wohlfühlatmosphäre. Ich hatte hier auch noch eine E-Klasse als Limousine, also ein W210. So bin ich übrigens auch auf den 210er gekommen. Kann ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Da ist diese Wohlfühlatmosphäre noch ein bisschen intensiver. Man hat nicht so einen räumlichen Klang. Es ist alles ein bisschen gedrungener. Es ist alles ein bisschen gemütlicher als dieses räumliche Wohlfühl. Atmosphärending ist einfach ein bisschen höher in einer Limousine als in einem T-Modell oder Kombi. Dafür hat man einfach im Kombi wesentlich mehr Platz. Das Leder ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Downgrader, was die Wohlfühlatmosphäre angeht, weil man einfach mehr Hall im Innenraum hat als bei Stoffsitzen. Das ist meine Wahrnehmung zumindest gewesen. Ich saß auch schon in einem T-Modell mit Stoff. Ich saß in dem hier mit Leder. Ich habe mich inzwischen an Leder gewöhnt. Aber gemütlicher ist es mit Stoff. Der einzige Wagen, der nach meiner Erfahrung, also die ich mit Mercedesen habe, gemütlicher ist als dieser 210er hier, ist ein 140er, also eine S-Klasse aus den 90er Jahren. Ich hatte mal eine von 1993, also vor Modellpflege, mit 6-Zylinder-Motor. Ich kenne kein gemütlicheres, wohlfühlenderes Fahrzeug im Innenraum, vom Innenraum her, als dieses Fahrzeug. Man hat sich so wohl gefühlt, man blieb in dem Fahrzeug sitzen, ist noch extra Runden gedreht, hat Umwege gefahren. Diese E-Klasse hier kommt echt nah dran. Die C-Klasse W202 hatte ich auch mal und die war vom Tunnel her, ich habe ein bisschen Probleme im Knie, vom Getriebetunnel her, vom Motortunnel her, war die einfach ein bisschen zu eng. Man hat da ein bisschen angestoßen und für mich war das ein bisschen zu klein in einer C-Klasse. Hier in der E-Klasse habe ich überhaupt gar keine räumlichen Probleme. Für mich perfekt. C-Klasse ein bisschen zu klein. Also sagen wir mal von der Größe her und vom Wohlfühlfaktor ist diese E-Klasse hier in der obersten Liga. Dann von der Qualität, von den Materialien, die verbaut worden sind, sind wir natürlich auch in der obersten Liga, auch wenn andere vielleicht was anderes sagen mögen. Ich finde die Qualität der Teile, die hier verbaut wurden, im Gegensatz zum 124er besser. Vor allem auch hier hinten diese Abdeckung, diese Kofferraumabdeckung, die ist noch mal deutlich stabiler als die vom 124er. Bei Nachfolgemodellen mag das vielleicht anders gewesen sein. Vielleicht war die dann besser auch als im 210er. Aber diese Abdeckung hier ist sehr hochwertig, sehr gut. Beim 124er habe ich da schon deutlich verschlissenere Abdeckungen gesehen. Ob es die beim 123er gab, weiß ich nicht. Ansonsten, wie gesagt, alle anderen Materialien, die verbaut worden sind, sind in einem Top-Zustand. Nach wie vor, nach 250.000 Kilometern. Die Passgenauigkeit dieser ganzen Bauteile ist einfach auch auf höchstem Niveau. Es sitzt alles so, wie es sitzen soll. Es rastet super schnell ein. Es ist sehr intuitiv, sehr einfach, Dinge hier umzubauen, die Rücksitzbank umzuklappen. Alles drumherum, ich habe es euch gerade gezeigt. Es funktioniert einfach super gut. Und es ist kein Hin- und Her-Hakeln, sonst was. Es funktioniert einfach alles perfekt. Deshalb würde ich sagen, dass dieser Innenraum hier wirklich der beste Innenraum ist, den Mercedes jemals in einem Mercedes verbaut hat. Gut, ich komme zum Schluss. Der Innenraum ist nicht das, was das Fahrzeug so schlecht macht, zumindest vom Ruf her. Was ist es dann? Das Design außen? Könnte sein. Das Design ist natürlich subjektiv und irgendwie auch zeitgemäß gewesen mit diesen runden
Elementen überall und irgendwie passt das schon in die 90er Jahre, das Fahrzeug. Diese runden Lampen vorne sind natürlich Geschmackssache. Ich war auch sehr vorbelastet. Vor allem dieser Mercedes hier hat mir eigentlich irgendwie die Lust auf Mercedes versaut. Ich kannte immer diese Modelle hier und fand die potthässlich seit Anfang an. Warum? Ich habe so ein bisschen auch wieder so eine persönliche Anekdote dazu. Und zwar, also ich bin ein Fordler, ich bin aus Köln und ich habe bei Ford gearbeitet, meine Familie hat bei Ford gearbeitet, viele aus Köln arbeiten bei Ford und wir haben auch Ford gefahren, kein Mercedes. Und wir hatten immer einen Transit, wir hatten mehrere Transits, schöne Fahrzeuge, wir sind damit an die Ostsee gefahren und so weiter. Ich habe nur positive Erinnerungen an dieses Fahrzeug. Es ist ein schönes Auto gewesen, riesig, mit so einem Tisch in der Mitte, an der Rücksitzbank, da konnte man malen, da konnte man spielen während der langen Fahrt. Super Auto. Und das hat mein Vater irgendwann abgegeben und hat diesen wunderschönen Transit gegen einen Ford Scorpio ausgetauscht. 1994 wahrscheinlich. Also ein Jahr bevor hier diese E-Klasse rauskam. Vielleicht auch 95, bin mir nicht ganz sicher. Und da stand dieses lilane Scorpio Froschgesicht bei uns vor der Haustür. Auch als T-Modell, also als Kombi. Und potthässlich. Dieses Fahrzeug war abgrundtief hässlich. Ich glaube, ich habe meinen Vater sogar verurteilt und blöd angemacht dafür, dass der so ein hässliches Auto geholt hat. Ich war gerade 5, 6, 7 Jahre alt, also nicht alt, und habe das einfach als ultra hässliches Auto wahrgenommen. Und dann kam halt auch ungefähr zeitgleich hier dieses Mercedes-Modell, also diese E-Klasse mit diesen runden Scheinwerfern auf den Markt. Und für mich einfach quasi ein Pendant zum Ford Scorpio, ein super hässliches Auto, runde Scheinwerfer, absolut nicht mein Ding. Ist einfach optisch nicht mein Fall. Bis heute ist es, ich habe mich dran gewöhnt an das Fahrzeug, aber also dieses äußere Erscheinungsbild ist nicht unbedingt das, weshalb ich mir dieses Fahrzeug geholt habe. Ich bin über andere Wege auf dieses Fahrzeug gekommen. Das Design ist so ein Ding bei diesem Fahrzeug, ist nicht das Beste, kann aber auch noch nicht der Grund dafür sein, dass dieser Mercedes hier so verschrien ist als vielleicht sogar der schlechteste Mercedes aller Zeiten, der schlimmste Mercedes aller Zeiten. Was hat sich Mercedes da geleistet? Und da kommen wir zu diesem lateinischen Begriff, diesem lateinischen Namen, den ich vorhin eingangs schon erwähnt habe, und zwar Burkholderia cepacia. Was ist das? Das ist ein Einzeller. Das ist ein Bakterium. Das ist ein Mikroorganismus, der sich in den KTL-Becken, also in den kathodischen Tauchlackierungsbecken der Werke in Sindelfingen, Rastatt und Graz eingenistet hat. Warum? Das waren inzwischen Wasserbasislacke. Also es wurde umgestellt. Mitte der 90er Jahre hat man wegen den Lösemittelanteilen hat man so eine Art Vorgänger von dieser VOC-konformen Lackierung, also VOC, wurde glaube ich ab 2007 oder 2006 eingeführt, soweit ich mich erinnere. Da versucht man die Lösemittelanteile zu reduzieren, weil die kann man nicht recyceln und die gelangen einfach in die Umwelt und die kann man nicht, also diese Kohlenwasserstoffe, die kann man nicht so wirklich effektiv in der Menge reduzieren, nur mit Verbrennung. Dadurch hat man versucht, Lacke auf Wasserbasis zu entwickeln. Da wurden die Lösemittelanteile, also die konventionellen Lösemittelanteile, reduziert und Wasseranteile hinzugegeben. Und in diesem Medium, in diesen Lackmedien, hat sich ein Mikroorganismus angesiedelt. Das hat eine Studentin damals in ihrer Doktorarbeit untersucht. Und dieses Bakterium Kohlenstoffquellen in diesen Lackbädern nutzt und frisst und metabolisiert und dieses Stoffwechselprodukt davon halt das Medium, also dieses umgebende Medium, dieses Tauchbecken, diese Tauchlackierungsbecken ansäuert. Und dadurch, dass dann diese Becken angesäuert wurden, jedes Fahrzeug, in dem dieser pH-Wert zu niedrig war, diesen niedrigen pH-Wert in der Tauchlackierung bereits abbekommen. Also das ist diese Grundbasis zum Rostschutz, muss man verstehen, von einem Fahrzeug, diese KTL-Beschichtung.
Das ist die erste Beschichtung nach dem verzinkten Stahlblech, die draufkommt, um die Stahlbleche zu konservieren. Damit war dann halt vorprogrammiert, dass die Fahrzeuge rosteten. Dass die Fahrzeuge sogar sehr stark rosteten. Und dieser pH-Wert vom KTL-Becken, der geht natürlich von bis. Das Becken kann frisch angesetzt worden sein und man hat quasi im Laufe der Zeit kaum Korrosionsschäden. Und es geht natürlich über die Mitte bis hin zu verhältnismäßig sehr sauren Verhältnissen, dass die KTL-Beschichtung sehr sauer war und die Karren höchstwahrscheinlich schon komplett weggerostet sind. Die innerhalb der Kulanz auch bei Mercedes schon angefangen haben zu rosten und von Mercedes auf Kulanz neu lackiert wurden. Man kann sagen, dass die Fahrzeuge, die halt ein sehr saures KTL-Becken abbekommen haben, die sind höchstwahrscheinlich heute auch schon wirklich komplett weggerostet, wenn die nicht die ganze Zeit beigearbeitet wurden. Andere Fahrzeuge haben sehr viel Glück gehabt und haben ein gutes KTL-Becken abbekommen. Das sind aber eher weniger und viele bewegen sich wahrscheinlich irgendwo in dem Spektrum dazwischen. Mein Fahrzeug ist wahrscheinlich auch aus dem Spektrum dazwischen. Es ist nicht rostfrei, es wird überall auch schon mal beilackiert. Es gibt überall auch so ein paar Roststellen, aber es ist nichts gespachtelt, nichts irgendwie verzinnt oder stark verrostet, sondern wir haben überall so ein bisschen Rost, der beigearbeitet wurde, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Und genau das ist der Grund dafür, dass Burgholderia Zepazier unser Bild vom W210 bzw. S210 maßgeblich beeinflusst hat. Nicht unbedingt positiv, sondern eher negativ. Neben dem fragwürdigen Design, das dem einen oder anderen gegebenenfalls vielleicht sogar gefällt. Wir haben den Wagen jetzt 10 bis 30 Jahre auf deutschen Straßen im Alltag fahren sehen, als Privatfahrzeug, als Taxi. Und wir haben von Jahr zu Jahr feststellen können, dass das Fahrzeug immer unschöner wird, dass es immer mehr rostet an allen Ecken und Kanten und uns dabei gedacht, was hat sich Mercedes bei diesem Fahrzeug gedacht? Was wollte sich Mercedes mit diesem Fahrzeug leisten? Etwas Schlechtes? Haben sie den schlechtesten Mercedes aller Zeiten gebaut? Oder vielleicht sogar den besten? Mit dieser Frage möchte ich das Video beenden. Diskutiert unten in den Kommentaren, ob es der schlechteste oder beste Mercedes aller Zeiten ist. Was ihr für eine Geschichte oder Anekdote zu diesem Fahrzeug habt. Vielleicht hattet ihr dieses Fahrzeug sogar oder überlegt euch, so ein Fahrzeug anzuschaffen oder ein zweites Mal wieder anzuschaffen, ein drittes Mal. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich auf ein reges Kommentarlesen und Schreiben und Antworten. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die nächste Woche. Macht's gut, haut rein, tschüss.